Im Wahlkampf prahlte er gern mit seinem angeblichen Milliardenvermögen. Donald Trump wollte damit zeigen, er ist unabhängig. Den Beweis blieb er schuldig. Anders als in den USA üblich, legte er als Kandidat seine Steuerunterlagen nicht offen und holte das auch bis heute nicht nach. Nun hat der neue US-Präsident zum ersten Mal teilweise Einblick in seine Finanzen aus dem Jahr 2016 gewährt. Das Büro für Regierungsethik veröffentlichte Unterlagen, aus denen unter anderem hervorgeht, dass Trump allein der Deutschen Bank mehr als 100 Millionen Dollar schuldet. Nach Angaben der Nachrichtenagentur Reuters belaufen sich die Schulden insgesamt auf 315,2 Millionen Dollar. Überprüfbar sind die Daten nicht. Genauso ist unklar, wie vollständig Trumps Angaben sind.